Hallo, da ist der Gusua mit seiner Bestrafung. Nee, beziehungsweise mit Freds Bestrafung. Natürlich wird das natürlich durchgezogen, das ist ja wohl mal ganz klar. Also hier, da seid ihr schief gewickelt, wenn es dann heißt, naja, der Gusua, jetzt geht's an die Bestrafung. Und das mache ich dann hier doch nicht. Natürlich. Also, Fred sagte hier ein paar Mal rumbauen und so weiter und so fort. Ja, das kriegen wir ja ganz schnell hin, das ist ja kein Thema. Dann gehen wir nach außen und ziehen da nochmal weiter rum. Das geht ja ganz easy. Nein, du komm. So, dann der nächste. Oh, da sind meine tollen Mauern schon zu Ende. Da hat Fred schon ein bisschen mehr geballert. Aber okay, soll nicht weiter wild sein. So, das ist mal ein etwas anderes Speedbild, würde ich sagen. So, 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 so. Keine Sorge, danach mache ich auch irgendwann nochmal schneller. Kein Ding. So. Nee, weil wie gesagt, so eine Sache halt einfach, also wenn ich das jetzt im Clan auch höre, oh naja, nee, ich mach das nicht, die anderen hatten ja eine andere Bestrafung, wie auch immer. Hey, heult doch. Fakt ist, wir haben verloren. Wir hatten halt eben ein paar Leute dabei, die eben schlechter waren, beziehungsweise nichts gemacht haben. Und dann wird das halt gemacht und dann wird halt eben 3 Wochen oder 3 Tage nicht da gemacht. Jetzt skippe ich mal kurz und schauen wir das nochmal weiter beim Fred an, was ich zu tun habe. Und dann seht ihr gleich, was weiter abgeht. Ciao, ciao. So, ich habe jetzt mal ein bisschen lang gedaddelt, weil das hat ja beim Fred eine ganze Zeit gedauert, da wie er da hin und her gepackt hat. Und ich würde mal sagen, Challenge accepted und auch ausgeführt. Und dann ist das eine coole Sache. Ich bin super gespannt, werde auch damit dann auf jeden Fall einige Verteidigungen posten. Also erstmal Dorf speichern. Klar, nicht, dass hier noch irgendwie was schief geht hier mit dem heißgeliebten Dorf. Und seht ihr mal, wie sie alle rennen. Oh, sie rennen um ihr Leben. Oh. Und sie denken sich alle, oh, what the fuck, für eine Base. So. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so im Arsch, weil ich sag mal, wenn man natürlich da irgendwie wirklich 8 Millionen oder sowas am Start hat gerade, denkt man sich auch, no YOLO, weil läuft natürlich dann eher nicht so gut, logisch. Aber was soll man machen? Ja, mein Elixier ist eh alle. Oh, gut. Das ist nun mal nicht anders. Aber so läuft das. Ich bin voll und mache jetzt auch gleich mal noch hier. Und dann schauen wir mal. Meine Base ist auch fertig. Und ich mache gerade Video. So. Gucken wir mal, ob sich noch einer bereit erklärt, uns zu grüßen und Glückwünsche zu wünschen und wie auch immer. Ah, ja, sorry, man darf sie ja nicht mehr leer machen. Boah, daran muss man nur denken. Ja, zeigt Angriff BZW Devs. Das wäre mal richtig interessant, dann einfach wirklich schön die ganzen Devs zu zeigen und dann ist das schick. Aber wie gesagt, so, das kann man doch mal bringen. Also, das ist jetzt nicht so schlimm. Werden wir mal sehen, wie die Base abgeht. Ach so, die hatte ich schon gesehen. Das hatte ich schon gesehen. Aber okay, zeigen wir uns noch mal. Klar, logisch. Beziehungsweise zeige ich euch noch mal. Ich mach's mal ein bisschen schneller. Weil dann ist ja besser und so. Ja, hier Rathaus. Oh, hier geht's schon ab, hier geht's schon ab. Die Clanburg wurde ist aber natürlich nicht regelkonform, nicht regelkonform. Aber denke ich mal, sollte ganz nett sein. Ich sag mal, die Sache ist einfach die, sind wir doch mal ehrlich, man kann doch auch mal anderen ein bisschen Spaß gönnen. Also. Das ist schon cool. Jeder freut sich, wenn er mal so eine Base angreifen darf, ganz klar. Und überlegt mal, wie viel 1.507 Millionen Leute sich da ärgern,
weil sie so eine Base dann bekommen haben gerade und dann irgendwie nur 50 Truppen haben. Bäm. Man könnte natürlich jetzt das auch noch ein bisschen umgestalten, also was heißt umgestalten? Also je nachdem, in welchem Poki-Bereich man sich natürlich befindet, ist es natürlich noch interessanter oder eben nicht. Also ich bin ja immer noch irgendwie Kristall. Da freuen die sich natürlich ein Loch in den Hintern, ganz klarer Fall. Ja, hier, er hat ja sogar noch sein Dunkles hier beschützt. Das gilt ja mal gar nicht. Aber ich meine, eine 40er Queen, die macht da natürlich kurzen Prozess. Und dann ist natürlich auch schnell mal Sense. Ja, genau, klar, da wurde natürlich nicht noch was. So. Oh, ich bin total hell hier jetzt heute. Nur Schweine habe ich leider nicht. Gehen auch normale Devs. Ein bisschen Ressourcen. Gucken wir mal. Geilste Base ever. Okay, ja, das war wieder ein guter Raid, sagen wir es mal so. Wollte ich jetzt aber gar nicht drin haben, aber okay, wird gezeigt, ist ja kein Thema. Grundsätzlich nochmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an Fred und alle anderen, eben auch der Berserker, der mir da einfach mal dazu verholfen hat, einfach mal im Clan zu sein. Der Clan-Krieg wird auf jeden Fall noch mitgemacht und dann werden wir mal schauen, ob ich dann gleich wieder zu YouTube Deutsch gehe. Also, wie gesagt, mir schweben da eh ein paar andere Gedanken im Kopf herum. Und das werdet ihr dann aber sehen innerhalb der nächsten Woche, Wochen, Monate, Jahre und wie auch immer. So, es steht immer noch so, keine Sorge. Geh noch da. So, knapp. Hat noch keiner jetzt die Base umgestellt gehabt und einen Angriff gekriegt? Geht ja gar nicht. Ich habe mich jetzt hier schön auf die fetten Devs gefreut, die richtig alle YOLO-Style-mäßig nach unten gehen. Und jetzt kommt hier sowas. Ich esse heute Abend Döner. You made my day. Aber gucken wir mal, was der Berserker am Start hat. Er hat auf jeden Fall Level 6 Barbaren am Start. Die ich leider noch nicht habe, weil ich immer noch nicht zum Farmen gekommen bin. Aber ich muss mich dann auf jeden Fall jetzt mal ransetzen und ein bisschen was farmen. Und da gehe ich auf jeden Fall in den Bereich Elixier. Und dann werden da, nachdem ich dann die Base wieder umstellen kann, dann natürlich die 6 Millionen für die Riesen gefarmt. Und dann sehen wir da weiter. So, zack, 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 zack. 100er Angriff, alles easy, alles cool. Läuft. Würde ich mal so sagen. Und dann soll es das gewesen sein. So, Video ist aus. Ich wünsche euch was. Zack. Ich lutsche heute das. Ah ja. Okay. Ich wollte schon wieder raufdrücken. Ich werde mich. Es wird garantiert passieren, weil das ist so ein totaler Reflex. Oh, zuck, 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 zuck. Erstmal weggeklickt. Nein. Nein, noch läuft es. Aber ich hau es in circa 2H raus. Weil ich muss es ja schneiden und dann wird das natürlich alles da gerendert und wie auch immer und dann wird das hochgeladen und dann ist das schick. Aber einen Angriff möchte ich noch machen. Ich dürfte eigentlich wieder ein bisschen runtergehen. Also ich will jetzt gar nicht mehr so pokémäßig drauf schauen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich die Ressourcen eh nicht einsammeln darf. Obwohl, wenn ich sie erkämpfe, sind sie ja gleich in meinem Lager und nicht in meinen Sammlern. Dann wäre das natürlich was anderes.
Oh, ich weiß gerade gar nicht. Ich hätte mal wieder Bock auf so eine richtige YOLO-Aktion. Richtig so BÄM! Punch in the face! Man muss natürlich jetzt auch drauf achten. Ja, wir müssen drauf achten. Das wird nämlich eine ziemlich schwierige Geschichte. Weil wir mit dem Elixier nicht hinkommen werden. Fällt mir gerade ein. Weil, wenn ich jetzt 220 Bogies verbrate, habe ich danach irgendwie vielleicht nicht so viel Elixier. Also, an alle, die das Video jetzt sehen, denkt bitte daran, also die bei Mr. Mobile Fanboy im Clan sind, denkt bitte daran, guckt, dass ihr Elixiermäßig ein bisschen fluffig bleibt. Weil wenn ihr nicht fluffig bleibt, dann könnte es sein, dass ihr ein richtiges Problem habt und euch das Elixier ausgeht, weil eure Sammler nicht angefasst werden dürfen. Nur mal so ein kleiner Tipp, der sich mir jetzt gerade mal so in den Weg gestellt hat. So. Ich meine, nur weil ich kein Elixier habe, heißt es ja noch längst nicht, dass ich hier kein Splash-Ding reinknallen darf. Das ist ja wohl mal ganz klar. Da wird geballert, was das Zeug hält. Leute, was kostet die Welt, Mann? Was kostet die Welt? Wir haben Samstag. Und wir haben die Challenge verloren. An alle die, die unterm Schnitt waren, ganz ehrlich, wegen euch haben wir verloren. Zack. Knallhart. Leider war es wirklich so, dass eben wirklich viele so ein bisschen, naja, ja, mache ich oder mache ich nicht. Fakt ist, das ist genau dasselbe mit dem Clan War. Die, die da keinen Bock drauf haben, das ist vollkommen in Ordnung. Die dürfen aber auch vorher gehen. Das ist jetzt nun nicht so schlimm, wenn ich da irgendwie mal eine Woche lang nicht dabei bin. Dann ist es halt so. Jetzt verbrate ich noch meine Queen, ist aber auch egal, weil ich will das Dunkle haben. Und ist halt eben schade. Ach, wisst ihr was? Leute, kommt, YOLO. Hier, komm, dahin, dahin. Ja, da kriegen wir noch was Elixier. Na, läuft, läuft. Ich meine, ich möchte den Leuten, die mich angreifen, ja auch noch ein bisschen was bieten, wa? Nee, und ist natürlich schade dann halt. Ich meine, andere, wir hatten sechs Leute auf Meister. Also, das soll jetzt hier kein Mecker-Video werden, keine Sorge. Aber ich meine, wir hatten sechs Leute auf Meister. Da hatte eben Fred auch geguckt, boah, krass. Und ja, wegen den anderen haben wir es halt verkackt. Also, wenn ich überlege, ich war, glaube ich, irgendwie bei 2250 oder so, irgendwie, oder 2230, irgendwie sowas. Und das heißt, ich habe irgendwie 2K Pokis bekommen und andere haben nicht mal die Hälfte geschafft. Oh, es tut mir leid, ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen. Ihr habt alle jetzt eure Augen zugehabt. So. Ja, ist der Reflex. Es tut mir ganz doll leid. Okay, das war's schon dazu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich müsste jetzt mal überlegen, was ich mit dem Dunklen mache. Weil das darf mir ja selber überlassen sein, ob ich das jetzt verschenke, in Anführungsstrichen, oder ob ich da sogar noch was draus mache. Ach, kommt hier, dann seht ihr einen Witch-Angriff von mir. Was soll's? Ist doch cool. Hau ich dafür halt eben mein Dark Elixir raus und dann ist das ganz schick. Und dann passt das machtvoll. Und das war's von mir. Ich wünsche euch was. Ich drück den Button. Ich drück den Stop-Button. Stop.